Danke, Herr Präsident. Aktuelle Bundesregierung, sehr geehrte Damen und Herren. Eines, Herr Vizekanzler Kogler, muss ich Ihnen heute vom Rednerpult aus sagen. Also große Teile der Bevölkerung als Faschisten, Extremisten und sonst was zu bezeichnen, ist unglaublich. Und ich sage Ihnen eines, wenn Ihnen der Herr Sobotka vorher keinen Ordnungsruf dafür gegeben hat, dann werden Sie diesen Ordnungsruf am Samstag vom Heldenplatz aus hören. Ja, nachdem nicht recht viel Redezeit überbleibt, möchte ich mich noch ganz kurz auf den Herrn Innenminister konzentrieren. Ein Herr Innenminister, den ich ja noch aus dem Landtag kenne, und da hat es mich immer gewundert, wenn er von Besonnenheit spricht. Ich kenne diesen Herrn nicht als Besonnen, sondern ich kenne ihn eher als politischen Zwilling vom Herrn Sobotka. Und da wissen wir auch, dass es mit der Besonnenheit nicht so weit her ist. Also Herr Kollege Kahner, Herr Minister Kahner, ich hoffe, dass Ihnen das Amt des zweiten Landtagspräsidenten insofern ein bisschen Ruhe verschafft hat, als dass Sie nicht mehr so agieren wie noch vor 10 Jahren, weil ich glaube, dann wären Sie absolut die falsche Besetzung als Innenminister. Es bleibt aber trotzdem, sehr geehrte Damen und Herren, eine Frage. Was macht der Herr Kahner da eigentlich als Minister? Warum kann immer nur jemand aus der ÖVP Niederösterreich Innenminister werden? Da stellt sich doch die Frage, gibt es da eine Agenda? Hat man die Aufgabe, dass man eben genau darauf achtet, dass die Dinge, die vielleicht vorher verschoben worden sind oder gemacht worden sind, weiter zudeckt? Es war die Frau Landeshauptmann Mikl-Eitner war Innenministerin, der Herr Sobotka war Innenminister, und ich glaube, das ist eine niederösterreichische Erbpacht, denn man möchte ein bisschen das Dachel drüber halten, man möchte schauen, dass nichts passiert und dass vor allem nichts rauskommt, was nicht rauskommen soll. Aber Herr Innenminister, es gibt ja Gott sei Dank jetzt auch den ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss. Meine sehr geehrten Damen und Herren, aber es geht mir noch um was anderes und ich bin selten einer Meinung mit der Kollegin Schatz, aber tatsächlich stellt sich die Frage, ob jemand, der für Recht, Verfassung und Ordnung zuständig ist, wirklich die richtige Besetzung ist, wenn er auf der anderen Seite in seiner Gemeinde ein Museum stehen hat, das den ehemaligen Diktator Dollfuß verherrlicht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das geht sich auch für uns nicht aus. Und die Kollegin Schatz war so nett und hat die ganze Speiskarten aufgezählt von diesem Herrn Dollfuß, was er in dieser Republik alles angerichtet hat. Und mich wundert es tatsächlich, dass Sie da sitzen, nicht einmal rot werden, Herr Innenminister, und kein einziges Wort dazu sagen zu Ihrer Rechtfertigung, warum es dieses Museum in dieser Art und Weise bei Ihnen auch noch gibt. Ich würde mich dafür genieren, ich würde es als Schandfleck bezeichnen. Und genau deshalb, damit die Frau Kollegin Blimlinger und der Herr Kollege Bürstmehr, der mit jeder Faser seines Körpers gegen den Faschismus kämpft, mitstimmen können, möchte ich auch einen weiteren Entschließungsantrag einbringen. Den Entschließungsantrag der Abgeordneten Christian Hafenecker und weiterer Abgeordneter zum Verbot des Krukenkreuzes als Symbol des klerikal-faschistischen Ständestaates. Der Nationalrat wolle beschließen, der Bundesminister für Inneres wird aufgefordert, dem Nationalrat einen Gesetzentwurf vorzulegen, mit welchem das Symbolegesetz dahingehend abgeändert wird, dass die Verwendung des Krukenkreuzes in den historischen Ausführungen des austrofaschistischen Ständestaates verboten wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, diesem Antrag müssen auch die Grünen zustimmen können, weil da geht es nicht darum, um ein Museum zu schließen, sondern da geht es darum, dass wir eine Symbolik in diesem Land nicht mehr sehen wollen, die direkt mit dem Austrofaschismus verbunden ist, die direkt mit dem Museum vom Herrn Innenminister verbunden ist. Und ich denke, jeder Abgeordnete, der heute diesem Antrag nicht zustimmt, der sollte sich dafür genieren, denn eigentlich hätte man diesen Schritt schon längst setzen müssen. So, Christian Hafenecker von der FPÖ.